Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Heute mal mit Pokémon Feuergrün. Ihr lest richtig, nicht Feuerrot, nicht Blattgrün, sondern Feuergrün. Das ist eine Spezialedition, das selbst probiert wurde. Herzlichen Dank, ist auch richtig lustig. Ich habe beim anderen Trailer mal reingeschaut. Hier habe ich das Lust selber machen. Ja, Intro wollen wir uns ansehen auf jeden Fall. Ich werde vorlesen, wie gehabt. Und ja, schaut euch das mal rein. Pokémon! Ja, hier muss ich ein bisschen drüber reden, weil ansonsten wird mir die GEMA hier einen Strich durch die Rechnung machen. Pokémon Feuergrün Edition, nicht Edition. In einer weit entfernten Welt. Von den Menschen Pokémon friedlich miteinander leben, gibt es einen Trainer, der alles verändern wird. Seinem Traum folgend will er wenigstens einen Ohren gewinnen. Doch alle Pokémon von Professor Eiche werden gestohlen. Und das Schlimmste, sein E auch. Wie das Spiel ist richtig auf Humor getrimmt, regelrecht. Ich habe mich teilweise schlapp gedacht, hab mir echt 20 Minuten, der erste 20 Minuten des Spielgames mal reingezogen. Das musst du selber let's playen. Das ist eine Pflicht als ja, ehemaliger Pokémon-Fan. Ja, bis Rote Gelb hatte ich ja alles noch gehabt. Absoluter Hammer. War jetzt natürlich mit Aufnahme, da es mit Fraps nicht geht, ist kein Vollbild, wie ihr vielleicht an den Seiten aus sehen werdet. Vielleicht schalte ich es dann auch raus. Das werde ich mal schauen, wie ich das mache. Und hier ist Pika Pika! Pikachu! Ich hoffe, die Geben macht mir keinen Strich durch die Rechnung. Hallo, entschuldige, dass ich. Ich habe warten lassen. Aber ich hatte vergessen, dass du hier warst. Mieses Althämmer. Willkommen in der Welt, Pokémon. Mein Name ist Eiche wie der Baum. Aber alle nennen mich Professor Pokémon. Welche Lebewesen und die wir Menschen nennen. Pokémon und Mensch leben und helfen einander. Manche Pokémon werden von ihnen Haustierer Mensch trainiert und kämpfen dann gegen andere Pokémon. Aber wir wissen noch nicht alles über Pokémon. Es sind immer noch einige Geheimnisse zu erforschen. Deswegen spüre ich jeden Tag die Pokémon. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Junge. Immer noch, ja. Mist, schon wieder dieses Alzheimer. Wie war noch dein Name? Ja, und hier redet es auch schon wahrscheinlich. Es ist vielleicht so ein Rechner, aber nicht für ein Telefon oder Emulator. Du heißt also Robert. Jawohl. Robert, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Habt mir Mut und stürzt euch in die Welt der Pokémon. Du Abenteuer, Träume und Freundschaft lassen. Wir sehen uns später. Und hier sind wir auch in unserem Zimmer. Das Spiel wurde komplett nochmal neu programmiert. Also ist jetzt nicht abgesehen von einigen Bildern von Pokémon. Aber ansonsten komplett selbst. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Ja, es ist absolut herrlich gemacht, wie gesagt. Gucken wir hier mal hin. Was hier los ist. Huch. Du kannst dich nach außen. Wilde Pokémon können nicht angreifen. Ist doch egal. Du kannst dich da draußen wilde Pokémon. Pass auf dich auf. Hier in der Nähe wird der Team Shock It gesehen. Wer bist du? Professor Eiche wartet auf dem Labor auf dich. Ah! Ohne gehen wir mal ins Labor, würde ich sagen. Ich lasse das Labor. Eiches Labor. Hast du bereits den mutierten Pokémon bei der Pokémon-Fabrik beobachtet? Mutierte Pokémon? Bam! Ah, mein E! Gib mir sofort mein E wieder! Niemals! Das brauche ich genau wie diese drei Pokémon! Gary, denk gar nicht daran. Das sind Pokémon, die wir bekommen sollten. Ich weiß, und ich tue es trotzdem! Ich soll mich... Oh, scheiße, verdammt! Ich will meine Brille aufsetzen, ach Mist!
Was sollen wir jetzt machen? Wo sind wir? Was ist hier passiert? Wo sind die Pokebälle hin? Mann, geh mit! Mann, geh mit deinem Alzheimer endlich mal zum Arzt! Wer bist du? Mir reicht's, ich werde noch wahnsinnig mit dem alten Mann. Alzheimer ist zu wahnsinnig, wo bin ich? Ich bin heute Professor, weiß nicht, wo ich bin, einfach. Hier, da wurde gerade was gestohlen. Ich kann dir nicht helfen, die Pokémon zurückzuholen. Dann bekomme ich kein Geld mehr vom Team Schockel. Was soll das heißen? Ich habe nichts zum Spielgeld gesagt. Ist jetzt blöd. Du kannst ja draußen wilde Pokémon göttlich angreifen. Aber, was soll das heißen? Du musst aus der Stadt. Mir ist es ziemlich egal, ob der Professor die Pokémon gestohlen wurden. Ich wurde so damit. Niemand darf den Pokémon ohne Pokémon ran auszulassen. Und das werde ich auch nicht tun! Will trotzdem raus. Sag mal, hörst du schlecht? Was? Hä? Du kannst ja reden. Ja, die Punkte wurden mir langsam zu langweilig, Alter. Aber das ist doch ein RPG. Das heißt, das heißt, der Protagonist darf nicht reden. Ich bin nicht Link, also lass mich, Alter. Geh heim. Nein, du bist noch immer auf meinem hohen Gras. Geh weg. Es gehört ganz allein mir. Ich brauch selber zum Rauch. Oh, hallo Robert. Was ist los? Und weil der Junge nicht durch ist, kannst du Pokémon nicht holen? Und du denkst echt, ich kann all deine Aussagen mit Telepathie verstehen? Du bist echt bescheuert, weißt du das? Ja, deswegen kriegst du immer ein paar Pokémon zugeschmissen. Na gut, wir versuchen die Pokémon zurückzuholen. Aber nur weil du es bist. Nur weil du es bist. Und hier sind wir jetzt, Achso, ja, wir sind jetzt Krähwitze. Muss ich ein bisschen umgewöhnen hier. Und unser Pokémon, das ist ein Shiggy mit Sonnenbrille. Wie in der Anime-Serie damals. Hey! Los geht's! Bam, bam! Ein wildes Ratzfatz erscheint! Tackle! Hey, nochmal Tackle! Ey, bist voll platt, Alter! 21 Erfahrungspunkte! Was gibt's hier Schönes? Nicht gibt's hier was Schönes! Auf verschiedene Items, auch in der Präsentation gab es bereits Tränke. Maike findet zwei Tränke. Werde auch erleben, dass einige Pokémon hier nicht unbedingt Pokémon-typisch sind. Es sind halt hier auf die Schippe. Hier haben wir ein Visor, ein Pokémon zur zweiten Versus Edition. Und Shiggy macht nur Flubber. Fast K.O. Und es ist Kratzer. Die Sau. Shiggy erhält 20 Erfahrungspunkte. Wird auch nicht lange gehen, das verspreche ich euch. Dauert nicht irgendwas? Nö. Na gut. Ich bin so durstig. Heiß, guter. Kommst du nicht rein. Es sei denn, du kriegst du was Trinken. Dann kommst du rein. Was übersehen? Hui! Ein Ratzfratz! Wir gehen unser Schi. Ratzfratz wurde besiegt. Wir halten 21 Erfahrungspunkte, die uns immer noch reichen, um ein Taubi. Auch hier ein cooles Sprite, ganz ehrlich. Blubber! Ey! Blubber! Und Taubs Geschichte! Und wir erreichen ein neues Level! Ein Wie? So, warum sollte ich auch bitte schön daneben? Ey! Tackle! Ey, oh, voll gestackelt! Super! Bam! Shiggy hält 30 Erfahrungspunkte! Knoblauchheim!
auch ein geiler Name. Gibst du mir was zu trinken? Komm, ruh dir wenig aus. Juhu! Hallo Michael, ich hab dir was als Dankeschön, dass du mir die Pokémon zurückbringen willst und so. Ich hatte voll was mitgelassen hier. Das ist echt eine Flasche Whisky, das ist echt nur Whisky. Hab ich für 5 Euro im Aldi geholt. Na gut, dann haben wir eine Flasche Whisky. Ich befürchte, dass das trinken sein soll. Was wir den guten Mann geben sollen. Ein Wieso. Wieso auch nicht. Hahaha. Ey, Reinkratzer. Tangle. Daneben. Tangle. Geht doch. Schickehälter. Diese Hauskunde. Ist ein bisschen anders gemacht hier. Jetzt geht's aber los hier. Super! Komm, Singy! Nicht verletzen! Oh, Menno! Nochmal eine heiße Fangfunde. Hey! Mein Zerschneider spielt ein jetzt. Mike übergibt Whisky. Haha. Hoffentlich. Glück, Sabot. Das schmeckt zu gut. Danke, dass du mir den Alkohol gebracht hast. Und ich werde mal gucken, was hier. Oh. Ich glaube, das reicht. Oh, das ist mir richtig gut in den Ohren hier. Halt, da war halt noch jemand. Darf ich dein Pokémon sehen? Es ist für wissenschaftliche Zwecke. Ich habe bestimmt kein Pokémon-Fetisch. Mike zeigt Shiggy. Yeah. So ein Bullshit. Ein Raupi. Was für ein Raupi? Raupi setzt was ein? Heuler, habe ich das richtig gesehen? Shiggy erhält einen Preis. Erfahrungspunkte! Ein Wieso, langsam geht ihm auf den Senkel. Flubber! Ja, doch. Ich dachte, den Kampf gebe ich dir das noch einen Trank hier. Ja, doch. Shiggy erhält so ein paar Lebenspunkte hier. Ja, Trank, Shiggy, jawoll. Achso, ich will immer mit Dings den A-Tasten zurück wie im Emulator. Das ist gar nicht mal so toll. Dann geben wir hier lang. Ah, da gibt's was zu suppeln. Da gibt's was. Ein wildes Saftum. Blubber. Ja gut, das ist jetzt hier ein bisschen wie Oldschool, sag ich mal. Diese Art Vetania-Wald. Du bist anders. Aber die Pokémon teilweise, gut, jetzt haben wir jetzt eher schlechte Beispiele gesehen. Ich habe da schon Dinger gesehen, ihr haut euch noch weg, schwöre ich euch. Und mit einem Trank. Da, das ist so ein anderes Sprite. Hier aus Anime-Serie. Mal ein Taubsi mit Fliegerhütchen. Jawohl. Gib ihm den Senkel, Taubsi. Erhält 35 Erfahrungspunkte. Ein Saftkohl, jetzt geht mir nicht auf den Senkel. Ich nehme jetzt nicht jeden Mist mit. Ja doch, Flucht hier, komm. Da unten ist nichts. Wer bist du? Ich habe mich im Wald verlaufen. Bei so einem Wald ist doch fast unmöglich, weil der ist echt so einfach. Du Kunde hier, nimmst dein Handy, nimmst du Navi und klopfst so ein bisschen hier. Hey, wenn du mich verarschen willst, dann schlag ich dich. Ich habe ein Shiggy mit Sonnenbrille. Nein! Es tut mir leid, ich habe dich nicht beleidigen wollen. Ich will nicht mit deinem Shiggy anlegen. Nein, ich bin dein Weichei. Ey, ein Saftkorn. Gut, Level 5, das gibt wenigstens ein paar Erfahrungspunkte. Blubber. Ey, ich spuck dich jetzt voll vor dir.
Ich habe so eine feuchte Aussprache. Dann mache ich dich fertig. Das ist so ätzend, Blubber. Da will ich ein bisschen sparsam sein jetzt. Mit dem Blubber, weil es brauchen vielleicht noch ein bisschen. Und da ist auch Safkon besiegt und wir halten 57 Erfahrungspunkte. Das war doch nicht so viel, wie ich dachte. Das ist mies. Mike findet kleine Statue. Hey! Oh mein Gott! Meine Schwester hat was gegen meine Pokémon! Ich verstehe das gar nicht! Hey, Versammler schickt Raupi in den Kampf! Ja, das mögen nicht alle Mädels, diese kleinen Raupen. Und Blubber! Shigi erhält 42 Erfahrungspunkte. Hey, Versammler schickt ein depressives Raupi in den Kampf. Ey, voll Debris, Alter. So sehe ich auch aus, wenn ich nachmittags den Fernseher anmache, RTL Sat 1 im Krumm angucke, da sehe ich genauso aus. Weil ich halt an so ein Bildungssystem denken muss. Da kommen wir auch die Tränen, ganz ehrlich. Okay, was haben wir geschickt? Rein, darfst du raten? Richtig. Raupi in den Kampf. Weil es doof ist, andere Pokémon zu fangen, wahrscheinlich. Ey, ja. Ey. Tackle, sage ich, ja, voll weg damit. Und wir erreichen Level 10. Das muss wohl daran liegen, dass Mädchen nichts mit Insekten übrig haben. Vermutlich gibt es deshalb auch keine weiblichen Käfersammler in Pokémon-Spielen. Scheint, als möge Game Freak oder Nintendo Klischees. Scheint so. Scheinst du nicht sagen? Oh, der Shellbeat-Schrein. Mike findet Pokéball. Bitte aber nicht nochmal lang. Ach Mensch. Ein depressives Raupi. Blubber. Ah, wir haben Panzerschutz gelernt, sehe ich gerade. Der Trainer eingesetzt. Das ist Trainer. Aber wir werden nochmal ganz kurz ins Pokémon Center gehen. Ich weiß, ich bin schlimm, was sowas angeht. Ich will wohl dieses Tränk auf jeden Fall. Auf anderen Seite ist es auch nicht so wegen Trank, sondern auch wegen Blubber. Was wir jetzt das eine oder andere Mal verwendet haben. Lass mich durch, geht doch. Ich bin da irgendwie geizhals, was sowas angeht, weil ich Tränke und sowas lieber im Kampf einsetze. Außerdem werden da die APs aufgefüllt. Denke nicht nochmal dran, ein Visor. Das machen wir jetzt nicht platt. Nein, Shigi, nein. Auch wenn du voll die Sonne, coole Sonnenbrille auf hast, nein. Wir gehen zurück in den Wald. Zurück, weiter. Und da sind wir auch schon wieder da. Siehst du? Ging ja ganz schnell. Habe ich doch gesagt, dass es schnell geht. Habe ich das gesagt? Ja, das habe ich gesagt. So. Hier ist unser Skiliebhaber. Hier waren wir auch schon. Unser Klischee. Da oben scheint Misthaufen zu sein. Misty zu sein. Das ist doch mies. Du musst ja schon wieder da langlaufen. Ein Pokéball. Ich will die aber auch alle mitnehmen. Wenn ich das sehe, will ich die mitnehmen. Das ist so halt so. Es ist so eine Rollenspielangewohnheit. Wenn da irgendwas ist, dann muss das mitgenommen werden. Dann muss es gelootet werden. Lalalalala. Ich überlege gerade, wie lange ich so eine Folge diesmal mache. Ich glaube, 20 Minuten ist hier ein bisschen doof. Mal schauen, vielleicht mache ich auch hier pro Folge, keine Ahnung, 25 Minuten, eine halbe Stunde. Erst bevor ich Misty umnitte hier. Mike mit Trank. Weißt du, vielleicht jemand mit Chilipi ruft? Ich schaff das einfach nicht. Ich denke, ich gebe auf. So ein verdammter Mist hat mein Freund doch recht gehabt. Das ist alles ein Blödsinn. Das scheint ein kleines Loch zu sein. Ich stelle mir die Statue hinein, die ich zufällig gefunden habe. Ich weiß auch nicht warum. Hey, das reimt sich sogar. Ich weiß gerne irgendwo eine Statue irgendwo rein, ein Loch, wa? Ah, epileptischer Anfall. Ich hab voll die Zuckung. Was? 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 Ich hab Fragezeichen gekommen. Guck mal das Fragezeichen her.
Ein Celebi. Oh, süß. Was? Nimm das sofort zurück, Alter. Ey, Alter, ich bin voll die Akrobitsch. Nimm das sofort zurück. Boah, das hast du nicht echt gesagt. Na, warte. Jetzt reicht's mir, Alter. Zensiert. Oh. Ja. Wie macht man das? Ein Celebi, zwei Celebi. Man nehme einfach eine wütende Frau. Sehr liebe Freunde. Ja. Das war ein... Das ist ein echtes Celebi. Okay. Oh. Ein Pokéball. Oh, ein wildes Pokémon. Oh, ein Raupi. Halt. Mitnehmen. Ein Trank. Noch ein Käfer sammler. An mir kommst du nicht vorbei. Warum kommst du nicht vorbei? Nein, das hast du vergessen. Ein Käferin. Kriegt ein Saftkorn in den Kampf. Level 5. Und ich einfach blubber ein. Und er ist jetzt. Ja. Nein. Und immer blubber. Und das war ein Ex. Saftkorn. Und jetzt sitzt ein depressives. Ja, Raupi an. Ein RTL-Raupi. Aber auch das hat nur zwei Blubber überlebt. Und ja, aber mein Pokémon. Richtig, ich habe mich an dir vorbei, aber dein Pokémon. Ich überlege, ob ich noch ein anderes Pokémon fange. Das bin ich echt am Überlegen hier. Ich bin der Pokéball. Toll. Bin ich schon wieder hier. Lalalalala. Ich muss hier vorbei. Ich muss hier vorbei. Lalalalala. Lalalala. Aber ich finde es echt cool gemacht. Es ist ja komplett neu programmiert. Das ist schon geil. Also auch Respekt und herzlichen Dank für den Humor hier. Ein Taubsi. Blubber. Tricky. Aber ich glaube, ich muss noch ein zweites Pokémon fangen. Aber wir haben gesehen, dass es hier auch Zerschneiderbäume gibt. Und ich will meinen Shiggy nicht zwangsweise. Ja. Zerschneider beibringen, weil es überhaupt möglich ist. Aber ich will auch kein Ratzfass, sondern ein Ratika. Der Rest kann das nicht. Ja, doch. Boom. Hat zwar Shiggy Kopfschmerzen, aber das Saftkorn ist weg. Ah ja, ey. Ich habe mein Flammen ein wenig getuned. So unter Bodenbeleuchtung oder so, ja, ein bisschen. Du wirst sehen. Schreber schickt Flammli in den Kampf. Oh. Oh. Ein Anabolika Flammli. Jetzt kratzer ein und ich blubber. Und nochmal kratzer. Und nochmal blubber. Und tschüss, Flammli. Agey-Bagey. Na komm. Ey, Wasser ist unfair. Ey, das ist voll mies, Alter. Beutel. Trank. Shiggy. Irgendwann gewöhne ich mich daran, dass es Escape-Abbrechen ist. Irgendwann tue ich das bestimmt. Ein Saftkorn. Das wollen wir jetzt nicht besiegen. Ich danke dir trotzdem. Aber hier gibt es gerade so schönes. Ein Pokéball! Hey! Hey, wir können sogar ein bisschen rennen. Wenn ich auf der Taste bleibe. Noch irgendwas hier? Ja, ein Trank. Was gibt's hier? Noch mal. Siehst du, sag ich doch. Und noch ein Taubsi! Blubber! Tackle! Blubber! Tschüss, Taubsi! Winky Winky! Ein Superball! Hey. Ein Visor! Das geht mir auf den Senkel! Und jetzt kommt mal ein Tackle weg hier, das Vieh! Noch, so lebt's echt noch hier! Noch ein Tackle, komm! Das ist ein Ex-Visor! Hui! Na, no, das letzte Kästchen ist nochmal ein depressives Raupi!
Noch ein Blubber, komm hier, dann war's das. Oh. Und Tackle. Und tschüss. So. Was sagst du zu sagen? Komm ich auch ein Wissen? Frag deinen Kollegen, wa? Ich hasse meinen perversen Kollegen. Wer kennt das nicht? Ah, da oben ist noch ein Ball. Gut, was gibt's hier unten? Mal, ich bin ein Trank. Wir müssen hier lang, gell? Jawohl! Da unten ist noch was. Ach, gut, langsam könnten mal neue Pokémon kommen. Ich finde es zwar ganz amüsant gemacht, aber langsam ist es immer dasselbe. Shigi erhält reicht Level 31. Mike will einen Trank, welche Überraschung. Ha! Ich hab mich in der Ecke versteckt. Und das hast du nicht gesehen. Wir Camper haben es halt einfach drauf. Jetzt bist du fällig. Ey, voll der Camper. Geht gar nicht. Und es setzt ein Ratzfratz ein. Gegen ein übermächtiges Shigi. Ruckzuck hier, das ist mies. Aber Blubber. Wird er schon das Fürchten lehren und noch ein Tackle hinterher. Damn, und jetzt noch ein Reizfass ein. Jawohl. Und noch ein Blubber. Blubber. Tackle. Und das war's mit Reizfass. Und ein Visor. Nur ein Blubber. Jawohl. Aua. Lass es reichen, jawohl! Das ist kein Ego-Shooter, sondern Pokémon. Außerdem sind Camper bei beiden unbeliebt. Da hast du recht. Escape. Trank. Shigi. Wer bist du denn? Ich habe mein neues Pokémon beim Mediamarkt gekauft. Ich bin ja nicht blöd. Naja, das wird sich zeigen. Streber schickt wie? Wie Punkt so? Ich ahne. Nein! Ja, so schön! Entschuldigung! Disco! Ich raus wirklich aus, okay. Ab hier ist er wieder blind. Also hier kennen sie sich weiter. Stimmt, du bist nicht blöd, sondern dumm. Oh, ey, Alter, es gibt so Fresse. Stimmt, du bist nicht dumm, sondern nicht blöd, sondern dumm, weil es das Viech bei eBay günstiger gibt. Oh, ich krieg. Oh nein. Ey, ein Blumenbeet. Aber das letzte Mal, als ich Bären angebaut habe, wurden sie irgendwann gestohlen. Was gibt's hier? Route 1. Ah ja, wer bist du? Hey Maike, schön dich zu sehen. Ich habe gehört, dass Team Schocket hier seine Basis hat. Vielleicht findest du hier die Pokémon um das E von Professor Eich. Darf ich dir helfen? Und klar, warum nicht? Klar, aber wie willst du das anstellen ohne Pokémon? Wie bist du überhaupt ohne Pokémon hierher gekommen? Der Junge in Kürblauchheim hat mich durchgelassen, weil ich das beste Pokémon aller Zeiten habe. Ich zeig's dir. Ah ja. Ahne nichts Gutes. Gary schickt Robot in den Kampf. Nein! Oh! Griff mit Stein! Rennt vor Angst weg! Rennt vor Angst weg, Shigi! Ah, schön! Du Shigi erhält 95 Erfahrungspunkte! Oh nein, vielleicht ist Robot doch nicht so stark, nicht stark genug, um mit Team Schocket eine Lektion zu verpassen. Oh nein. Gibt's hier ein Pokémon Center? Für ein Pokémon Center. Wo ich irgendwo reingehe, jawohl. Hallo. Pokémon heilen? Ja. Wir geben uns den Pokémon. Dim, 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 dim. Ja, hast du es wieder.
Hey, magst du etwas? Der Gehilfe im Meeresforschungslabor liebt sie über alles. Ich habe ihm deshalb ein Enthorn für ein paar Tage ausgeliehen. Man muss kein Pokémon-Trainer sein, um ständig im Pokémon-Center abzuhängen. Ich zum Beispiel habe einfach kein Zuhause. Auch nicht schlecht. Dieses verdammte Architekt, der hat mir mein Vermögen gekostet. Und was baut er mir? Ein Haus ohne Türen. Ich würde ihn am liebsten meinen Raupi auf den Hals setzen. Er würde bestimmt Angst haben. Zu blöd, dass der Pokémon im Haus liegt. Meine Familie ist extra hergezogen, um Arbeit bei Team Schocket zu finden. Warum so fleißig? Früher arbeitet man, macht nur früh müde. Ah ja. Wer bist du? In letzter Zeit gibt es im Wald sehr still. Ob Jellybee etwas zugestoßen ist? Oh, nö. Findet Sonderbonbon. Meeresforschungslabor. Ich muss mal niesen. Aber wir machen erstmal hier ganz kurz einen Break, würde ich sagen. Und sehen uns dann natürlich in der nächsten Folge wieder. Euer Robot, wir sehen uns. Ciao, ciao.